Also ich kann eigentlich nur jedem dazu raten, beim E-Club teilzunehmen. Ich finde das eine ganz tolle Sache, einfach über Energie kritisch nachzudenken und selbst zu überlegen, wo kann man unnötige Energie einsparen. Gut gefallen hat mir einmal der fachliche Rat, die fachlichen Auskünfte, dass man eben mit Experten zu tun hatte, wo man beispielsweise auch ja, die Beleuchtungsberatung in Anspruch nehmen konnte zu den LED-Lampen, die ja doch so mal sehr umfassend sind und wo man doch ja, weitere Informationen braucht. Aber auch, dass man gemeinsam in einer Gruppe etwas unternimmt. Zum Beispiel waren wir ja in Fechenheim bei dem Biomassekraftwerk und hatten dort man sehr anschaulich erläutert bekommen, ja, wie denn eben die Energie gewonnen wird. Wir sparen ja nicht um jeden Preis und überall, sondern eigentlich erstmal unnötige Energieverbräuche ein. Und das fällt überhaupt nicht schwer. Man muss sich einfach nur der Sache bewusst sein. Brauche ich das Gerät? Wann schalte ich es ein? Beziehungsweise wann schalte ich das aus? Vielleicht vergisst man es manchmal auch, aber ich denke, das ist auch nicht so schlimm. Aber es geht ja so insgesamt, dass man einfach daran mal denkt. Auch mein Nachbar hat sicherlich ja, Bedarf oder kann sicherlich unnötige Energie einsparen und damit einen Beitrag leisten zum Umweltschutz und sicherlich auch finanziell dann am eigenen Geldbeutel davon profitieren. Ja, das war sehr interessant.